Entspanntes Lächeln und ja, es gehe ihr gut, bestätigt Carola Rakete gegenüber den Journalisten. In der Nacht hatte die Sea-Watch 3 im Hafen festgemacht. Ein Zollboot versuchte noch, das zu verhindern. Begleitet von Applaus durch Unterstützer wird die Kapitänin abgeführt. In einem Video-Statement hatte sie das Manöver zuvor begründet. Nach wie vor warten wir auf eine Lösung, die sich leider nicht abzeichnet. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, selbstständig im Hafen anzulegen, der jetzt gerade nachts frei ist. Nicht alle hier begrüßen die Landung. Am Kai machen Einheimische ihren Ärger Luft. Warum darf dieses Boot hier anlegen? Wer sind diese Menschen, die auf meine Insel wollen? Diesmal sind es 53 Männer, Frauen und Kinder gerettet am 12. Juni von einem Schlauchboot vor der Küste Libyens. Am Morgen gehen sie alle von Bord. Sea-Watch twittert einen Glückwunsch. Wir sind stolz auf unsere Kapitänin. Sie hat auf dem Seerecht beharrt und die Menschen in Sicherheit gebracht. Das ist ein krimineller und kriegerischer Akt. Wenn sie hier nicht ins Gefängnis geht, werden wir sie mit dem ersten Flieger Richtung Berlin schicken, postet Italiens Innenminister Salvini. Wie auf Lampedusa sind alle Häfen Italiens für Rettungsschiffe gesperrt. Seit 2014 kamen mehr als 12.000 Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer ums Leben. Eine Strategie, die Flüchtlinge auf Europa zu verteilen, ist nicht in Sicht. Es gibt immer einen dramatischen Einzelfall. Nach längeren Verhandlungen, nach längerem Drohen findet man eine Lösung. Man hat aber keine gut funktionierende Dauerlösung. 5 Länder, darunter auch Deutschland, haben sich bereit erklärt, die Flüchtlinge aufzunehmen. Carola Rakete droht nun eine hohe Geldstrafe, im schlimmsten Fall sogar Haft. Prominente Unterstützer haben bereits Spendenaktionen angekündigt.